Hallo und recht herzlich willkommen, liebe PC Games Hardware Nutzer. Mein Name ist Sirius und wir befinden uns am Stand von Case King, wo so ziemlich die besten Frauen auf der Gamescom zu finden sind. Und wir wollen jetzt hier mal richtig gut gucken, was so abgeht. Und der Frank ist auch noch mit dabei. Ein Moment mehr. Hier ist Hardware ist hier angesagt, nicht Frauen. Also mitkommen, schöne Mädchen. Tschüss, den nehme ich jetzt mit. So, dann gehen wir mal los hier. Ich will nämlich was zeigen. So, jetzt haben wir den Frank hier von den Standschönheiten weggezogen, weil er ist ja hier, um Hardware zu zeigen und nicht um, naja, ihr wisst schon. Hier, Frank, ich habe was ganz Tolles. Pass mal auf, guck mal hier. Was hältst du denn davon? Was ist das denn? Ist das ein schöner Stuhl? Setz dich da mal rein. Und dann sag mir mal, was du meinst. Hä? Ja, fühlt sich ziemlich bequem an auf den ersten Blick, muss ich sagen. Besser als zu Hause irgendwie. Ja, das ist jetzt nämlich der neue Trend. Das sind nämlich Racing Seats, also Rennstühle. Siehst ja hier, passend, ne? Thrustmaster T500 SR, RS. Ja, dann mach mal, versuch mal. Weil ich will nämlich mal wissen, ich muss die Dinger nämlich mal testen, ob die taugen. Bin ich mal gespannt. Ja, was ich jetzt so mega geil finde, würde ich sagen, ist so das Kissen im Rücken. Das ist so, ich weiß nicht, für so alte Leute wie uns, das fühlt sich ganz schön bequem an, muss ich sagen. So. Einzel. Ich guck auch mal, warte mal. Oh ja. Das hier so richtig schön hier unten so, ja, Bandscheibe, da wo wir es haben halt, wir alten Leute. Da kann man sich richtig schön reinlümmeln, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Richtung fahre. Ich befürchte, ich fahre im Gegenverkehr, aber das ist egal. Hauptsache die Räder rollen. Ja, und Hauptsache der Stuhl ist bequem. Also das ist schon geil. Also man fühlt sich so ein bisschen wie in so einem dicken Lehnsessel, muss ich sagen. Also es fühlt sich nicht so an wie PC-Gaming sonst. Also sonst hast du ja so, dass du, ich sitze sonst relativ angestrengt auf meinem Bürostuhl und auch mehr so ein bisschen so verkrampft. Und das ist jetzt hier gerade natürlich bei einem Rennspiel dann irgendwie so sehr smooth. Sehr smooth, da sieht man, dass Arbeit auch Spaß machen kann, oder? Oder? Ja, ich bin 16. geworden, sehe ich gerade, aber von 160 versteht sich, also Top 10 bin ich noch reingefahren. Ja, dann. Du, pass mal auf, wir gucken uns noch mal was anderes an, weil dies hier ist ja nur ein Ding, was es hier am Stand gibt. Ja, die Mädels, die vergiss jetzt mal, komm mal mit, wir haben noch ein paar andere Sachen hier. Gibt's ja nicht. So, jetzt haben wir hier auch was Schönes, aber schöne Gehäuse, denn Case King macht ja auch Case Mods und es gibt auch tolle Gehäuse. Und Frank, wir gucken uns jetzt mal an die Gehäuse hier. Ja, also das Vintage-Ding ist zwar jetzt irgendwie so abgefahren, wäre aber nicht meins für zu Hause, aber ich muss sagen, das Gläserne dort drüben sieht schon mal richtig, richtig geil aus. Nicht schlecht, ne? Weißt du was, wir gehen mal vorne rum. Okay. Von hinten taucht das ja alles nicht. Sag mal, was haben wir denn hier? Das ist ja schon Wahnsinn, ne? Das sieht auf jeden Fall schon richtig fett aus. Ist das ein Eigenbau von denen? Ja. Okay, warte mal, weil wer lesen bildet, ne? Also da steht's auch. Das ist ein Fox Commander 3. Ja, ich sehe gerade, was haben wir drin? CPU, Grafikkarte, steht nicht drauf, aber vielleicht mal. Es ist ein edler Aluminiumkörper mit schwarz getönter Glasscheibe, steht da auf jeden Fall. Es sieht sehr edel aus. Edel zum Angeben, ne? Aber ich muss sagen, das ist aber auch ein bisschen so ein Staubfänger, könnte ich mir vorstellen, ne? Ja, aber. Aber wer sowas hat, der putzt das auch gerne. Wer sowas hat, der hat auch Geld, weil das ist bestimmt nicht billig. Ich will jetzt der gar putzt nicht dich selber, nein. Das auch nicht. Oh, hier, guck mal, gehen wir mal hier rum. Na gut, das ist Standardware. Obwohl, Lian Li, ich teste selber Gehäuse. Die bauen eigentlich gute Gehäuse. Ja, Lian Li kommt mal. Das ist eigentlich schön wertig, alles Aluminium. Dies hier zum Beispiel mit diesen Seitenschlitzen. Ja, hat auch ein gutes Gewicht. Nicht nix, wa? Nee. Ja. Nein. Jetzt den müssen wir uns nochmal, das ist ja was. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Kampfroboter, oder? Guck mal, von vorne, oder? So ein bisschen Mund, greift rein und so. Mal wieder am Zettel hier. Was ist das? Hardware Modding Contest. Achso, vom Modding Contest. Ah ja. Von Random 2K4 ist das auf jeden Fall, auf Basis des Bit Phoenix Phantom. Das Phantom habe ich sogar schon getestet. Ja. Kann man aber nicht mehr erkennen, muss ich gestehen, nee, oder? Das sieht man da gar nichts mehr von. Wir nickeln mal rein. Tür. Komm mal her, Kamera. Hier, kann man noch reingucken. Da ist doch, hä? Da ist ja wohl Steam Machine. Ja, was soll das denn? Es ist die erste Steam Machine. Wir wussten gar nicht, dass sie ausgestellt ist. Ja. Und sie hat ein ziemliches abgefahrenes Design, muss ich sagen. Aber mit viel Liebe zum Detail. Guck mal da vorne, der Zwerg oder was das da sein soll. Aber wirklich schön gemacht. Also, dass die Leute alles einfallen lassen. Ne? Ja, ich muss sagen, ich hätte es noch mal hier ein bisschen, Achtung. Ja, ganz klein bisschen Staubputzen hätte vorher vielleicht. Da muss man immer mit dem Case-Geschäft meckern hier. Eigentlich passt es ja zu diesem Used-Look eigentlich ganz schön. Außerdem haben wir ja die Tür geöffnet, ne? Normalerweise. Das sollte man ja eigentlich gar nicht. Der Lappen bleibt nicht offen, sondern die Tür bleibt zu. Ja, hier vorne haben wir noch was. Wir gehen nochmal eben hier rum.
haben wir hier noch? Das sind Gehäuse. Ja, auch ein ganz hübsches Gehäuse von Lian Lee, finde ich. Also ich mag so diese Cube-Formen eigentlich. Und auch schön mit dem Glasdeckel, weil es halt einfach mal einen ganz anderen Look hat, oder? Sowas könnte ich mir sogar noch so im Wohnzimmer vorstellen, so als Wohnzimmer-PC. Ja, ich selber bin auch, ich habe auch einen Mini-PC, aber das wäre mir noch zu groß. Ich mag es noch lieber kleiner. Wir können mal gucken, da hinten sehe ich was. Das ist noch kleiner. Ja, fürs Wohnzimmer ein geiles Maß. Fürs Wohnzimmer wird mir der Silberne noch besser gefallen, weil es nicht so sehr nach PC aussieht, sondern so ein bisschen so, ein bisschen stylischer. Aber auch hier, zwei Kammer-Design für Vakuumkühlung. Auch ein schönes Teil. Ja, ne, das ist schön. Da kommt eine Menge Luft rein. Das heißt, das Ding wird auch nicht so heiß, wo das so klein ist. Ne? Ich finde das geil mit dem Glasdeckel, muss ich ehrlich sagen. Ey. Das kommt total steil rüber. Ne? Also man kennt das ja sonst mit den... Das ist Plastik, Glas, ne? Kein Glas, oder? Nee. Nee. Ah, ist Plastik. Ja. Okay, das ist schon wieder ein bisschen kratzanfällig. Aber gut, man guckt ja nicht alle 24 Stunden auf den Rechner, sondern es geht auch darum, was drin steckt. Ne? Aber ein schönes Gehäuse ist wichtig, so ein Hinfänger. Ein Blickfang, ne? Und apropos Blickfang, ne? Guck mal nach dahinter. Komm. Du musst doch mal ein bisschen Freizeit haben, jetzt darfst du wieder. Ich weiß nicht, ob wir jetzt einen Schnitt machen, weil wir haben wir noch müssen. Verschiedene andere Dinge zu klären, hardware-technisch auf dem Stand von Case King. Wir gucken mal. Das wird hier nicht mehr jugendfrei. Tschüss.